Heute mal wieder ein Movie von mir, und zwar mein Sportmovie. Wir werden das mal alles umbenennen auf Vorbereitung auf 5,5 Kilometer Loma Run. Ihr habt es ja gesehen, die Schuhe sind kaputt. Da fehlt da an der Sohle ein Stückchen und da an der Sohle ein Stückchen. Aber ja, was soll ich machen? Es läuft sich ein bisschen komisch. Das Knie ist bandagiert. Ich wollte eigentlich, also falls euch meine Movies gefallen, sehr gern Abo da lassen. Wer genau wissen will, wann ich online komme, sollte die Glocke noch betätigen. Also, wir werden heute mal wieder laufen. Die meine Movies so verfolgen, die wissen, dass die Schuhe kaputt sind. Also die Sohle löst sich langsam auf. Das Knie habe ich bandagiert heute. Und ja, wir schalten mal rum. Es ist, wir schreiben heute den 6.8. 5.56 Uhr. Das Wetter wunderschön. Ich habe eigentlich gedacht, es sieht von oben von der Wohnung schöner aus. Da hat man richtiges rotes Licht. Aber das ist hier, kommt ja nicht so zum Vorschein. Es soll ja nicht ums Wetter gehen, es soll in dem Lauf gehen. Wie gesagt, ich habe das Knie bandagiert mit so einer Elastikbinde. Und jetzt werden wir mal gucken, wie wir es angehen. Ich wäre jetzt im Konto rennen, weil es wäre Quatsch, wenn ich jetzt irgendwo außerhalb renne, die Schuhe gehen kaputt und ich muss barfuß zurücklaufen. Das habe ich einmal gemacht, das mache ich nie wieder. Aber die Geschichte vielleicht nach der Werbung. Deswegen machen wir jetzt Werbung. Ja, 4 Kilometer. Ich glaube, 40 Meter fehlen. Ich muss mal gucken. So, dass ich gestern Außenaufnahmen gemacht habe. Und ja, da bin ich schon etliche Kilometer gerannt. Na, komm her. Ja, wo sind deine Bedingungen? Was ist denn da los hier? Ja, mein Guter. So. Also. Schummrig. Also, alles okay. Ja, es ist so mit den Schuhen, das geht. Das werden wir vielleicht hinkriegen. Allerdings ist mir jetzt unterwegs eingefallen, ich habe eine neue Serie. Schuhkauf Teil 1. Es wird so losgehen, dass ich erstmal im Internet rumkrame, mir die Schuhnamen raussuche und dann die Nachfolger mal gucken. Und dann werde ich mal, wenn ich in der Nähe vom Zentral bin mal, oder hier im Outlet Store, werden wir dann, nehme ich die Kamera immer mit. Wie gesagt, das einzige Problem, was ich habe, um das mal den Leuten richtig zu erklären, es ist so, ich gehe erst mal hoch. Also an die Leute, die mir jetzt immer mal wieder schreiben, da billige Schuhe, da billige Schuhe. Es ist einfach so, ihr müsst rechnen, wenn ich 4 Kilometer renne, sind es im Schnitt 5000 Schritte. Ich wiege zwischen 78 und 80 Kilo. Das wären 2.500 Mal 80 Kilo Belastung auf dem linken Fuß und 80 Kilo Belastung auf den rechten Fuß. Die Hüfte, die Knie, die Sprunggelenke, die ganze Ferse unten. Wenn ihr das über ein paar Tage macht oder Wochen, schwöre ich euch, geht irgendwas geht kaputt. Deswegen
wenn man sowas macht, richtiges Schuhwerk. Die Schuhe müssen die ganze schwere Kraft, die von oben nach unten mit einmal kommt auf einem Fuß, wie gesagt, fast 80 Kilo, abfangen. Und dadurch sind wichtig, das Wichtigste beim Laufen auf Asphalt, das richtige Schuhwerk. So, und zwar bin ich mehr Rechtsläufer, also Außenläufer, sagen wir es mal so. Deswegen seht ihr das auch hier an den Schuhen, dass das genau hier, da wo ich aufkomme, ich bin zwar Mittelläufer, aber da ist das Wichtigste, die wichtigste Dämpfung. Also, tut mir einen Gefallen. Rennt einfach auf Werbung. So, man sieht mich gar nicht. Und zwar, es ist 5.10 Uhr. Der 7.8. Ich gehe mal ins Licht. Es war so gestern. Ich hatte die Binde drum, ne, diese Elastikbinde, aber allerdings hatte ich sie zu fest gemacht gestern, da musste sie beim Laufen abmachen. Und ja, es ist so, ich bin gestern ein bisschen später losgelaufen, ich muss um die Uhrzeit loslaufen, ihr seht, stockfinster, keiner auf der Gasse, ich bin hier völlig alleine. Weil ich, sonst komme ich mit Otto nicht zurecht. Otto, wir stehen 6.40 Uhr ungefähr auf. Und ja, wenn ich vom Training komme und völlig durchgeschwitzt bin, überall der Schweiß runterläuft, das dauert ja ein paar Minuten, ehe das aufhört. Ja, ist die ganze Bude voll geschwitzt und überall nass. Und das will ich nicht, deswegen müssen wir früher losrennen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gestern hatten. Ich glaube knapp 4 Kilometer, aber ist eigentlich so wild. Wir haben noch etwas über einen Monat Zeit und demzufolge, ich habe gestern mir noch mal Bilder angeguckt von dem Lauf. Ja, es ist so, dass, dass die meisten auf dem Asphalt losheizen wie die Kaputten. Und dann habe ich gesehen, dass er beim auf dem Beach fast alle laufen. Naja, wir werden sehen. Wir waren ja gestern wegen Schuhen gucken, beziehungsweise wollte ich wegen einer Bandage gucken. Ja, knapp 700 Euro so eine Bandage. Ist für mich jetzt gerade, ja, ist es immer schwierig. Ist nicht viel Geld, ich weiß. Es ist alles schnell zu bewältigen, aber ich muss halt mit dem Geld rechnen. Die Schuhe, ja, würde ich mal sagen, die laufen sich etwas unrund. Aber die nächsten paar Wochen oder ich will mal so sagen, ich werde mir garantiert ein paar neue kaufen. Es ist nur die Frage, wo kriege ich die günstig her? Also, wir werden erstmal losrennen und dann werden wir, melde ich mich nochmal. Also, Werbung! Ich glaube 4,5 Kilometer. Ja, ich bin heute nicht so schnell gerannt, im Schnitt der Pace von knapp 9, aber ist egal, ich schalte mal rum. Ach nee, doch, ja, nee. Boah. Die Sonne geht auf und wow, ist das mal. So. Ansonsten, ja, fühle ich mich ganz fit. Gestern habe ich ja die Bandage nicht drum gehabt, heute ja. Geht ganz gut. Das rechte Bein läuft fast von alleine. So was ich gehabt. Und ja, alles gut, alles schick, alles sehr schön. Puh. Wo ist meine Katze? Das ist eine.
weit ab vom Schuss. Ja, da hat so ein Pech gehabt. Nein. Na, komm her. Was hast du denn heute, hä? Also manchmal ist es ein bisschen komisch. Ja. Ja, auf dem Rücken. Ja, da sehen aber die Leute nicht, hä? Nur Rücken streicheln. Gut. So, also ich gehe jetzt hoch. Wie gesagt, war ganz angenehm, schütze überall. Es ist 6 Uhr. Ein bisschen schummrig. Ja, man ist nicht mehr der Jüngste. Wie gesagt, jetzt kann ich mich noch eine Viertelstunde ausruhen. Und dann ist Otto schon wieder mit Frühstück. Wie gesagt, ich bin wieder klitschnass. Es ist so, dass mir das jetzt gerade eigentlich schon gut gefällt. Aus dem Konto raus, also nicht raus. Haben eine große Strecke, die renne ich, weiß ich nicht, 4-5 Mal hin und her. Hab da 2 Böller, 2 Kehrtwendungen. Super, reicht. Wir werden da langsam auf 10 Kilometer erhöhen. Wenn wir das später machen, wissen wir noch nicht. Aber das soll ja nicht so. Ansonsten zeige ich euch gleich den Sonnenaufgang. Wunderschön. Und ich würde sagen, kann sein, dass jetzt noch Taekwondo kommt. Muss ich sehen. Ansonsten, ja, die Schuhe gehen an sich. Allerdings links ist das Stück ab, was eigentlich ganz schön stört. Das ist eigentlich hier das Schwierigste, hier das Stückchen, weil da drauf laufe ich. Ja, jetzt wird es natürlich hier, ihr seht, hier ist eigentlich kaum Dreck. Hier sieht man, wie ich laufe. Und ja, ja. Ich hoffe, das hält noch. Ansonsten würde ich sagen, Werbung und dann Otto. Also, bye bye. Wir sind heute mal wieder beim Taekwondo. Der Lehrer und sind doch ganz schön viele Kinder. Und der Lehrer ist alleine, ja, wahrscheinlich wie seine Gehilfen, mal mitkommen, mal kommen sie nicht. Ein paar Kinder haben gar keinen Trainingsanzug, das Mädchen, was da liegt. Oder der Junge, der hat nur die Sportuniform an. Und da hinten sitzen 2 in Schuluniform, also mit der blauen Hose. So. Und die sind immer voll dabei. Ja, es ist, ich würde mal sagen, für das Alter ist es okay, aber es ist für den Preis, wollen wir ja nicht sagen, kostet pro Einheit 100 Baht. Ansonsten, ja, es sind ein paar Eltern da, aber nicht so viele. Ja, wenn das meine ich, wenn das nicht zack, zack, straff, straff geht, dann gibt es eben so Reibereien, Rumspielereien, Rumschubsereien. Otto steht da wie Eckerschen und wartet. Otto hat mich noch nicht gesehen, es ist ja so, ich gebe Otto ab und dann gehe ich an für sich gleich wieder. Aber jetzt fängt er an auf einmal. Der Trainer ist gerade bei ihm.
sie, mit so vielen Kindern, wir können ja mal durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, also knapp 30 Kinder. Denn wie ihr seht, da kommt die Mutti mal einfach mit dazwischen, gibt dem Kind Wasser, obwohl die eine Pause haben zum Wasser trinken, aber ja. Im Prinzip soll es so sein, er lernt ein bisschen und somit ist alles in Ordnung. Also, ich würde sagen, Werbung. Oh, Otto. Wie immer. So wie wir das gelernt haben. Wir haben ja am Wochenende wieder trainiert, dass er gleich die Hände richtig hält. Jawohl. Und das Ski rauslassen. Yippie. Sollte man vielleicht zum Halten ein paar größere Jungs nehmen. Jetzt geht ja gerade die Kraft aus, ne? Ja, ihr seht, das finde ich ein richtiges Training. Ich kann mir vorstellen, dass es für den Jungen natürlich auch schwer ist, das Ding so lange hochzuhalten. Naja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich denke mal, Grundvoraussetzungen werden hier schon gegeben. Wo ist er hin? Ja, jetzt langweilt er sich wieder.